Der Startpunkt unserer Tour beginnt im wunderschönen Bergsteigerdorf Hinterbichl in der Gemeinde Breekraten beim Gasthaus Islitzer, von wo aus man per Zubringertaxi oder zu Fuß die Johannishütte erreicht. Wir sparen unsere Kräfte und gönnen uns eine Auffahrt mit dem Venediger Taxi. An der Johannishütte vorbei, die auf 2121 Meter liegt, queren wir über einen Holzsteg den Zetalunitzbach und folgen dem Weg Nummer 915 in nordöstlicher Richtung. Über die blühenden Almböden der Dorferalm, über Gesteins- und Moränenrücken und vorbei an markanten Felsformationen wandern wir an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern. Vor allem die Murmeltiere haben es uns angetan. Sie wirken fast schon zutraulich und posieren für uns, nur wenige Meter entfernt, für ein Fotoshooting. Je näher man dem Defreckerhaus kommt, desto stärker ist die Landschaft durch die Gletscher geprägt. Wir nutzen das Tempo zur Akklimatisation und genießen die herrliche Berglandschaft und die Tierwelt der Umgebung. Nach einem kleinen See, wo man nach ca. 2 Stunden Gehzeit vorbeikommt, führt der Weg über steile Serpentinen nun in das Kerngebiet des Nationalparks. Unterhalb eines Felsgrades zieht der Weg zum bereits sichtbaren Defreckerhaus hinauf. Nach ca. 3 Stunden Gehzeit erreichen wir das Defreckerhaus auf 2963 Metern, das nach dem bekannten Maler Franz von Defrecker benannt ist,
und eine der ältesten und höchstgelegenen Schutzhütten in den Ostalpen ist. Von der Terrasse aus genießen wir einen atemberaubenden Panoramablick auf mehr als 30 imposante 3000er Gipfel.